Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh fuck, da ist er. Verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Bitte. White House an Leitstelle, over. Ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Damit, Freunde, willkommen zu Far Cry 5. Gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's!
Freunde, willkommen in der Welt von Far Cry 5. Er wird in der Kirche sein. Unser erster Befehl ist es, den Haftbefehl zu vollziehen. Ich habe aber ein ganz schlechtes Gefühl. Ich muss mal ganz kurz in die Einstellung rein. Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Fliege mich auch gerade ein bisschen das Ohr weg. Audio. Mal machen wir mal Lautstärke des Sprachschatzes. Machen wir mal Master Audio nur auf. Machen wir mal auf 65%. Ja, ist schon viel besser. So, jetzt müsste ich glaube ich alles stimmen. Entschuldigung auf jeden Fall für diesen Eintritt in diese Spielwelt. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe ein echt schlechtes Gefühl, wenn ich mich... Nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen. Ich gehe doch nicht in den Wolfsbau nur mit 3 Mann. Als wenn man den Sektenführer mit vielen Leuten verhaften kann. In seiner Heimat. Das ist wie, als wenn du einen Bären im Sommer jagst und dabei in den Bau gehst. Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Ich sag nichts. Wird schon werden. Jo. Was kommt auf uns zu? Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Okay. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Unrasierte Männer. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Mit Waffen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, hör los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Oh, das ist doch dumm. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Nehmen Sie die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Hi. Hallo, liebe Mexikaner. Hallo. Mexikaner Nummer 2, 3 und 4. Dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat und ich hörte eines der 4 Wesen sagen: Oh, Ibrahimovic. Donnerstimme. Komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe, ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Ich will ihm eigentlich... Gott wird das nicht zulassen. Ja, ich weiß, dass das Gott nicht zulassen wird, weil ich nicht dumm bin. Es ist jetzt... muss man ihn verhaften? Ich würde es am liebsten nicht tun, weil... Leg die Waffen nieder. Nimm deine Freunde. Geh einfach weg. Das wäre die cleverste Aktion. Weil draußen warten sie ja jetzt alle mit Waffen. Und ich möchte Ibrahimovic am liebsten nicht verhaften. Komm schon, Rookie. Hat er eigentlich noch irgendwas zu sagen? Oder hat er nur den einen Satz? Ich zweifle ja gerade ein bisschen mit mir. Gott beobachtet uns.
und er richtet dich nach deiner Entscheidung in diesem Moment. Ja, also wenn ich mir jetzt die Handschellen anlege, weiß ich, dass hier mindestens 2 Leute verrecken werden in dem Raum. Und wenn ich es nicht mache, haben wir hier 10 Minuten... Und verdammt, Rookie! Ja, ist ja gut, mein Gott. Aber wenn ich es jetzt mache, dann... Ich weiß es nicht. Also ich finde mal die erste Folge 20 Minuten Screen, nur mit ihm hier reden, ist, glaube ich, mal angebracht, um das durch den Kopf zu gehen. Vielleicht sagt er ja noch irgendwas. Sheriff? Moment, Marshall. Moment, Marshall? Hat er auch noch... Manchmal sollte man es einfach gut sein lassen. Ja, das ist ja... Wir gehen, Rookie. Was zur Hölle macht ihr denn? Oh. Was macht ihr denn? Verdammt nochmal, was soll das werden? Ah, geh zurück! Halt die Klappe und hör zu! Wenn du ihm Handschellen anlegst, kommt keiner von uns hier lebend raus. Ja, siehst du, sag ich auch. Ich lasse euch alle verhaften. Das war's dann. Ja, immerhin. Sterben wir wenigstens nicht. Was? Ist das jetzt euer Ernst? Na. In the West shall rise. Okay. Sinister creep. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war Far Cry 5. Das ist nicht euer Ernst. The poor will lose what they need. The devil knows our fears. Also, die 60 Euro für Far Cry 5 haben sich auf jeden Fall gelohnt, muss man an dieser Stelle sagen. Das Ende war nicht zu erwarten. Ist das echt? Das Lied ist aber geil. Okay, das ist der Abspann. Ist das jetzt real? Das Lied ist echt schön. Ich kriege bestimmt jetzt ein GEMA-Problem. Ist das jetzt wirklich? Ich drücke das jetzt mal kurz weg, weil ich Respekt vor der GEMA habe. Okay, ich denke mal, dass das nicht so gewollt war. Lol. Okay, wir klicken mal auf Fortsetzen, mal gucken, was passiert. Ach mal. Okay, es war nicht so gewollt. Okay, also... Aber es ist eine witzige Idee gewesen, jetzt zu sagen, okay, weil ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass wir jetzt rausgehen und dann, dass sich das Spiel dann so aufbaut, anstatt dann gleich im Chaos zu enden. Aber die Idee ist smart. Das muss man dem mal lassen. Oh, Marsha. Ja, okay. Wir machen das hier auf meine Also wir stellen uns darauf ein, es geht gleich das Geballere los. Verstanden? Na schön. Halsen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, sind ja nur 30. Folge mir. Mit Waffen. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Das ist du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Ja, genau. Echo. Etwas kommt auf uns zu. Gehen wir nochmal zu Ibrahimovic da vorne hin. Sagen wir nochmal Hallo. Die ungewaschenen Männer mit Knarren. Auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Hallo. Unseren Glauben. Unsinn. Aber Service. Wir lassen sie nicht. Sheriff, Augenblick, weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie.
wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Ich bin immer noch der Meinung, dass das dumm ist. Treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Na? Na? Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Das wird so nichts. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Immerhin haben wir im Far Cry Speedrunning geschafft. Gott wird das nicht zulassen. Egal. Morgen. Ciao. Pizzen sind da vorne, ne? Nehmt sie euch ruhig, ja. Ja, du auch. Zottelbart. Ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Okay. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Ja, sagt der Marshall. Ich mach mir meine Hände nicht schmutzig, sondern Gott ich... wird das nicht zulassen. Ich weiß. Bedauerlicherweise. Manchmal ist es das Beste. Es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Gehen wir. Ah, auf jeden Fall hat er sich das schön hinten reingeschnitten. Als wenn die uns im Helikopter lassen, Leute. Da sind sie. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marschall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Lassen das nicht zu! Das war so klar. Bleib auf dem Pfad, Rookie. Moin. Tschüss. Der Sonnenbrille ist aber cool hier. Avarit hier. Arcadia. Zurück! Arcadia? Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird niemals gut gehen, Leute. Rookie, bleib dran. Ich bin Federal Marshal. Ich befehle euch, zurückzutreten. Oh, hey, runter damit. Machen Sie! Waffe raus! Ab in den Heli! Oh Mann, Alter, das war das so klar. Eine Produktion von Ubisoft Montreal und Toronto. Doch gleich ab, Leute. Boah. Ist er da oben? Alter, ist das nicht dein Ernst? Ist er da oben in die Schrauben rein? Ist weg. Wo ist er hin? Boah. Er springt mir doch bestimmt gleich vors Bild. Hallo. Mitnehmt. Alles gut, Kumpel. Bitte.
wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Aktion bis ins Bremsen. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den läuft Weg stellen. Läuft hier was aus? Ja, Benzin läuft aus. Und die Boten des Untergangs. Benzin ist es ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Lass die Ernte beginnen! Alter. Scheiße. Fahrt raus hier! Ach, er hilft uns nicht, oder was? Sag mal, juckt hier die Fresse irgendwie? Ist der noch ganz knusper? Okay, wir rennen jetzt einfach mal. Ich weiß zwar nicht wohin. L3 ist rennen, das drücken wir jetzt einfach mal durch. Ich weiß zwar nicht wohin, aber wir rennen jetzt erstmal. Aua, 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 Hunde kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lassie kommt. Schnell wieder an Land und weiter rennen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo ich genau hin muss, aber ich renne jetzt erstmal hier weg. Da vorne ist ein Haus. Schleichen. Die Entdeckungsanzeige führt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blicken, wurdest du entdeckt. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke R3, um einen leisen Takedown durchzuführen. Okay. Knocken wir ihn doch mal aus. Ich habe ihn gefunden. Matthew, es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Erst. Zack. Danke für die Knarre. Eieiei. Da war noch ein Rohr. Okay. Was haben wir denn da? Kann ich hier gerade irgendwas aufnehmen? Ach, den Baseballschläger. Dann nehmen wir das nochmal, ein bisschen Pistolenmunition mitnehmen. Okay, da haben wir einen Tower. Ich weiß aber immer noch nicht genau, wo ich hin muss. Hier ist keine Wache. Da ist die lange Brücke, von der er geredet hat. Da unten ist ein Gegner. Sehen wir mal zu, dass wir hier rüberkommen. Aber ohne Grund werde ich die Pistole ja nicht gleich geplündert haben. So, da vorne sind die Wohnwagen. Was haben wir da? Nehmen. Ah, das ist alles Munition, okay. Gewehrmunition haben wir jetzt auch am Mann. Also man muss echt sagen, der Anfang ist schon mal cool.
Ja, da einen niedergeschlagen. Gehen wir nochmal nachgucken. Oh Gott! Meine Fresse! Tut mir leid. Ich dachte, dich hätte erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sichert den Raum, Rookie. Als wenn die uns nicht gehört hätten, wenn da welche wären. Eieiei. Oh Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Du wurdest gewarnt. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Ah, das sind die Leute, die hinter ihm standen. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Der Kirche. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Okay. Hier. Oh, danke. Ja. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Shh. Ach Mann, das war doch so klar. Okay, dann erledigen wir die jetzt mal. Okay, das Aim ist schon mal ein bisschen langsamer als in einem Battlefield. Das Aiming ist aber echt ein bisschen... gewöhnungsbedürftig, möchte ich mal meinen. Ich hab den Crossbow-Schlüssel, gib mir Deckung! Frage ist, ist Holz durchschlagbar? Dem Kumpel hilfst du schon mal nicht mehr. Sei geil, Rookie! Vergiss sie! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Aua! Okay, dann kümmern wir uns doch mal um die. Wow, alter Schmiede. Bist du okay? Ja, ja. Das war gute Arbeit. Kannst du dich wieder aufs Fahren? Wir müssen aber zurück. Das Aiming ist ein bisschen. Wir wissen nicht, wen wir trauen können. Kann ich das. Oh, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich kurz die Spannung rausnehme, aber ich muss mal gucken, ob ich die Steuerung anpasse. Mach die Empfindlichkeit mal ein bisschen höher. Verdammte Nazi. Das könnte jetzt schon zu hoch sein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben die Straßen blockiert. Tschüssi. Hinter uns! Fuck! Halt uns vom Hals! Bin ja dabei. Schöne Scheiße. Ich komme ja nicht rum. Zack, haben wir erledigt. Mal das erste Hilfe-Kit reinschmeißen. Also viele Treffer hält man hier nicht aus. Boah, Alter, das stimmt mal, dass wir das Medikit wieder verwenden. Wir kippen gerade um, wir kippen gerade um, wir kippen gerade um. Da, rechts. Zack. Die haben wir ausgeschaltet. Also viele Treffer hätten wir hier nicht aus dem Game. Rein kann ich mich jetzt nicht nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße! Was war denn das jetzt zu feiern? So, einfach mal den Fahrer ausschalten. Schon haben die anderen die Arschkarte. Und bin trotzdem gleich wieder tot. Das gibt's doch nicht. Hier regeneriere ich mal ein bisschen ein kleines Leben. Treffer. Oh, guck mal da! Deppen auf dem Quad. Haben die ein Flugzeug da oben? Kann das sein? Rechts, rechts, rechts!
Tatsache! Ein tatsächliches Flugzeug, das gibt's doch nicht! Eieieiei! Es ist mehr Spannung drin als in einem Actionfilm. Sterb! Oh mein Gott! Alter! Komm schon, kommt raus hier, Jungs! Er ist schon wieder draußen und hilft uns wieder nicht! Immer stärker wird in mir. Ach, Mann. Oh, das sieht doch nicht gut aus. Ah, guck mal da, sie haben ihn da vorne. Und uns auch. Na toll. Meine Kinder. Wir müssen Gott danken. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Hat er uns nicht ausgeliefert? Auf jeden Fall sind wir gefesselt. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ihr seid meine Kinder. Und gemeinsam marschieren wir zu den Toren von Eden. Okay. Hallo? Weißt du, was das bedeutet? Das Ende der Welt. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt. Und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Ich? Nein, nein. Ich wollte nicht. Ich war sonst schon. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Bitte nicht. Scheiße. Sehr nett. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Geil, ein klein. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. In die Dusche? Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Oh, Gott sei Dank. Auf jeden Fall stecken wir tief in der Scheiße. Wechselt die Kleidung. Das sieht mir aber... Das sieht mir aber echt nach einem Bunker hier aus, wa? Da kann ich nichts machen. Das ist wahrscheinlich ganz auf der anderen Seite. Hier kann ich nicht. Was habe ich denn jetzt berührt? Was habe ich denn berührt hier? Sag du mal. Interagieren. Dann kleiden wir uns nochmal um. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir jetzt mit der Charakteranpassung kommen. Oh. Also nochmal kurz im Vorfeld wurde ich gefragt, ob Männlein oder Weiblein. Ich habe jetzt einfach mal Männlein genommen.
Freue mich aber wieder über die typischen Ubisoft-Standardköpfe. Wo gleich natürlich wieder der erste eigentlich der beste ist. Aber ich nehme den. Ah, so blass sind wir auch nicht. Nehmen wir das. Nein, nein, nein. Okay, mit den Farben ist das eine Verletzung. Ich kann nicht die Farbe nicht nachträglich noch bestimmen. Oh, Fukuhila. Ne, okay, jetzt verstehe ich's. Die Frisuren sind vorgefertigt und man hat dann die unterschiedlichen Farben. Alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Na gut, von den Frisuren, die da sind. Eigentlich wegen der Zeit, in dem es spielt, müsste man die Frisur nehmen. Aber wir kommen ja frisch von der Polizeiakademie, deswegen denke ich mal, ist der Cut ganz okay. Ja, ist endgültig, okay. Oberkörper. Der Patriot Ärmelloses Old Glory Shirt. Bis jetzt, das sind wahrscheinlich. Ist, oder kann das sein, dass das die Dinger sind wegen der Gold-Edition? Also einen Patrioten will ich hier nicht widerspiegeln. Nehmen wir das. Oder ziehen wir uns ein Hemd an? Ne, wir bleiben mal dabei. Militärhose. Komm, wir gehen dann. Was haben wir jetzt angezogen? Dünne Cargo-Hose, okay. Kopfbedeckung finde ich immer gut. Das reicht, wenn die scheiße aussehen. Und Hände haben wir Bandagen. Die schon blutig sind. Das ist immer ein gutes Zeichen. Skelettfingerhandschuhe, okay. Schwarze Lederhandschuhe. Rote Lederhandschuhe. Ach komm. Machen wir hier den Vorzeige. Amerikanischen Vorstaatsmitglied. Hat er da noch eine Kopfbedeckung dazu? Ne, das sieht scheiße aus. Entschuldigung, aber. Das sieht echt unter aller Kanone aus. Okay, rede mit Dutch. Aber ich denke, Freunde, das werden wir in der nächsten Folge machen. Dann denke ich mal, wird es richtig losgehen mit dem Game. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.